Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Thema heute ist der Obstbaumschnitt, die Grundlagen, die man auf alle Obstarten anwenden kann. Grundsätzlich sollten Obstbäume jedes Jahr geschnitten werden und das hat vielfältige Gründe. Zu einem kann man natürlich mit dem Schnitt die Wuchsstärke des Baumes sehr gut regulieren. Je stärker man aber schneidet, mit desto mehr Wachstum reagiert in der Folge der Baum. Sprich, wer auf Dauer eher kleine, ruhige Bäume mit viel Ertrag haben möchte, der muss gezielt und wenig schneiden und sollte nicht zu viel und vor allem eher Äste wegschneiden und Triebe wegschneiden und ableiten, anstatt sie anzuschneiden. Den Unterschied, darauf kommen wir später noch. Mit dem Baumschnitt sorgt man auch für einen frühen oder etwas späteren Ertragsbeginn, je nachdem wie geschnitten wird. Bäume, die in jungen Jahren sehr, sehr stark geschnitten werden, oft geschnitten werden, wachsen dementsprechend auch stärker, bringen dann aber auch später Früchte. Ein Ziel im Erwerbsobstbau ist es allerdings, in den ersten Jahren schnell ein Baumvolumen aufzubauen, um sich quasi Potenzial für die späteren Jahre zu schaffen. Und wenn der Baum dann die Endgröße erreicht hat, auf der man ihn gerne hätte, ihn dann im Wachstum wieder zu beruhigen und die höchstmöglichen Erträge bei möglichst guter Fruchtqualität zu erzielen. Und das ist auch schon wieder ein Stichpunkt. Der Schnitt ist auch schon die erste Maßnahme, die erste ausdünnende Maßnahme, mit der man die Fruchtqualität reguliert. Und das nicht nur für ein Jahr, sondern mit dem Schnitt beugt man auch die sogenannte Alternanz vor. Alternanz bedeutet, dass Bäume abwechseln zwischen Tragjahren und Rastjahren, sprich alternierende Obstbäume haben in einem Jahr sehr, sehr viel Obst, im nächsten Jahr ruhen sie sich aus und bringen beinahe keine oder gar keine Früchte. Ein weiterer Grund, warum man seine Obstbäume jährlich schneiden sollte, ist die Baumgesundheit, die man damit fördern kann. Luftig erzogene Bäume können nach Niederschlägen schneller abtrocknen und Pilzkrankheiten können sich dementsprechend weniger rasch vermehren. Man hat einen geringeren Pilz- und Krankheitsdruck. Was man auch machen kann, wenn man es richtig erkennt, ist, dass man bereits kranke Ast- oder Triebpartien herausnimmt. Da denke ich jetzt ganz speziell an Gummifluss zum Beispiel oder an Mehltauspitzen, die man, wenn man sie erkennt, am besten frühzeitig entfernt. Es gibt nun einige Wuchsgesetze, die man verstanden haben sollte, um zu wissen, wie ein Baum auf Schnitteingriffe reagiert. Diese treffen auf alle Obstarten zu und sind sozusagen universal anwendbar. Das erste davon ist die Spitzenförderung. Und die Spitzenförderung besagt, dass die terminale Knospe an der Triebspitze im Regelfall immer am stärksten austreibt. Auf diesem Gesetz der Spitzenförderung basieren auch gewissermaßen alle anderen Wuchsgesetze. Ein weiteres ist zum Beispiel die Oberseitenförderung. Die Oberseitenförderung besagt, dass Knospen, die auf der Unterseite eines Triebes liegen, beim Austrieb immer schwächer wachsen als die, die an der Oberseite liegen. Das kann man auch hier schön demonstrieren. Hier haben wir einen relativ kurzen Trieb, ca. 20 cm, hier einen etwas stärkeren. Hier ist die Knospe auf der Unterseite des Astes entsprungen, hier auf der Oberseite. Ein weiteres Wuchsgesetz ist jetzt die Basisförderung. Und dafür habe ich hier einen Trieb, um es besser veranschaulichen zu können. Die Basisförderung besagt, wenn ein Trieb unter die Waagrechte gekommen ist, ob man den jetzt selbst formiert hat oder vielleicht auch durch zu starken Fruchtbehang, dass sich der Trieb unter die Waagrechte gebogen hat, dann treibt die Knospe an der Basis aus. Und das ist dann auch wieder indirekt die Spitzenförderung. Und noch ein Wuchsgesetz ist die Scheitelpunktförderung. Und die Scheitelpunktförderung besagt, dass bei gebogenen Trieben immer die Knospe am Scheitelpunkt am stärksten austreibt. Jetzt, da wir die Wuchsgesetze verstanden haben, können wir zu den Grundsätzen der Schnittwirkung übergehen. Diese Grundsätze besagen, je stärker ein Trieb geschnitten wird, desto mit umso mehr Wachstum reagiert er dann in der Folge. Wir haben hier einen ungeschnittenen Ast, der sich wunderbar schön mit lauter kurzen Spießen und sehr fruchtbarem Holz garniert hat. Im Vergleich dazu wurde hier, wo ich jetzt meinen Finger hinhalte,
im letzten Jahr geschnitten und der Baum reagiert prompt mit etwas stärkerem Nachwuchs und stärkeren Trieben als auf dem ungeschnittenen. Und dann habe ich hier noch einen, an dem man hier erkennen kann, dass er im letzten Jahr sehr stark zurückgeschnitten worden ist und dementsprechend auch mit noch wüchsigerem Holz reagiert. Wichtig ist hier jetzt zu wissen, je stärker der Baum geschnitten wurde und desto mehr Wachstum man damit anregt, desto weniger fruchtbarer ist er zu Beginn. Man sieht auch hier, eben der fruchtbarste Ast war der nicht geschnittene, der dann hier viele kurze Spieße mit Blütenknospen gebildet hat. Ebenfalls Einfluss nehmen auf die Wuchsstärke kann man auch mit dem Schnittzeitpunkt. Bäume reagieren nach einem Sommerschnitt mit weniger Wachstum, als wenn man den gleichen Schnitt im Winter durchführt. Zu den verschiedenen Zeitpunkten haben wir aber auch schon ein extraes Video gedreht, das ich jetzt an dieser Stelle hier verlinken werde. Abschließend möchte ich jetzt noch einige Fachbegriffe definieren, damit man sich dann in den folgenden Videos, in denen es dann um den Schnitt und die Wuchsgesetze, um deren Anwendung bei den verschiedensten Obstarten geht, besser versteht. Und zwar muss man unterscheiden zwischen Anschneiden, Wegschneiden und Ableiten. Unter Anschneiden versteht man das Einkürzen von Trieben. Das wäre dann dieser Schnitt. Bei diesem reagiert der Baum im Regelfall dann mit einem starken Nachwuchs. Unter Wegschneiden würde man das Entfernen auf Astring verstehen. Dieser Schnitt regt etwas weniger Wuchs an als das Anschneiden. Und der letzte Begriff ist das Ableiten. Unter Ableiten versteht man das Zurückschneiden von Trieben bis zur Gabelung. In diesem Fall jetzt hier typisch, der stärkere, steilere Trieb wird weggeschnitten und auf den flacheren, schwacheren und im Regelfall fruchtbareren Trieb abgeleitet. Wie man jetzt mit diesen Wuchsgesetzen und Schnittweisen bei den einzelnen Obstarten im Detail speziell umgeht, das erklären wir dann in den folgenden Videos. Wir hoffen, euch damit schon mal einen groben Überblick gegeben zu haben. Hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und wir freuen uns ebenfalls, dann euch in den nächsten Videos wiederzusehen.